XS650 Shop Kiel. Warum? Wüsste ich nicht. Oh, das kann ich nicht beurteilen. Wüsste ich jetzt nicht, was ich sagen sollte. Wo bekommst du deine Ersatzteile her? Meine Ersatzteile, wenn ich welche brauche, gibt es unter anderem den Rüdiger Paustian mit seinem XS650 Shop. Der XS650 Shop Kiel leistet sich sogar noch einen Katalog, wo man in Ruhe die Teile sich aussuchen kann. Also wenn ich vom Stand heute ausgehe, kaufe ich bei Rüdiger beim XS Shop. Ich habe Rüdiger 1983 oder 84 kennengelernt auf einem der ersten großen nationalen XS-Treffen am Bodensee. In der Tat, hauptsächlich vom XS Shop Kiel. Ja. Rüdiger ist einfach klasse. Also ich weiß, es gibt diesen XS Shop in Kiel, wenn ich mal, da habe ich schon öfter auf die Seite geguckt, wenn ich mich nicht irre, ist das in Kiel. Im Internet ist der XS Shop leicht zu finden. Yamaha-spezifische Teile bestelle ich überwiegend beim XS Shop Kiel. Alles, was reguläre mechanische Teile sind, findet man reichlich Handel im Internet. Durch Rüdiger, persönlich. Ich habe kennengelernt dadurch, dass ich halt im Internet gestöbert habe nach XS650 und bin durch Zufall auf die Website des XS650 Stammtisches Kiel gestoßen. Und da war als kleiner Link auch der XS-Shop. Wie hast du den XS650-Shop Kiel kennengelernt? Rüdiger Paustian persönlich. Durch XS-Treffen, durch XS-Touren. Daher kenne ich ja unter anderem auch Rüdiger. Von daher kennen wir uns. Also schon an die 30 Jahre. Rüdiger war ein junger Mann. Ich auch, aber Rüdiger war noch jünger. Und er ist ein guter Schrauber. Er ist gelernter Elektrofachmann. Ja, er war ja unter anderem bei uns in Aue am Inn damals und da hat er ja auch Teile mitgebracht, seinen Tisch aufgebaut oder auch von anderen Abkaspertreffen unter anderem. Ich habe Rüdiger damals kennengelernt dadurch, dass ich halt im Internet gestöbert habe nach XS650 und bin durch Zufall auf die Website des XS650 Stammtisches Kiel gestoßen und da war als kleiner Link auch der XS-Shop Kiel. Habe Rüdiger kontaktiert und er hatte komischerweise alles da, was andere nicht liefern konnten. Über das Forum. Ich meine, okay, ja. Also ich bin irgendwie auf XS650 gekommen. Dann habe ich natürlich ein bisschen auf dem Internet recherchiert und habe dann natürlich das Forum gefunden und habe da dann so ein bisschen mitgelesen und dann kommt man irgendwie automatisch irgendwann. Früher oder später kommt man auf den XS-Shop. Ja, vom XS-Shop, Rüdiger, ja, sehr zufrieden. Schneller geht es gar nicht. Ich habe neulich etwas bestellt, vormittags um 10:30 und habe dann in seinem Katalog geblättert und habe etwas gesehen, wo ich dachte, Mensch, das kannst du auch gebrauchen. Habe dann 2 Stunden später nochmal angerufen, damit er das dazu packt und dann ist er schon unterwegs. Auch über meinen Bekannten, über den Erik und natürlich über die Internetsuche. Durch Zufall, ich war mal in einem Forum drin, ich glaube, bin da immer noch Mitglied, habe da aber lange nichts mehr gepostet und da gab es dann Hinweise und die haben ja auch so Zeichnungen von Maschinen. Und wenn ich mal gemerkt habe, irgendwie was interessiert mich, dann bin ich da schon mal weiter reingegangen und da bin ich auf diesen XS-Shop gestoßen. Wie zufrieden bist du mit der Ware und den Lieferzeiten? Ja, bevor man angerufen hat, sind die Teile eigentlich schon da, zum Beispiel. Das ist also ist immer wieder faszinierend. Und er ist ein netter Kerl. Rüdiger ist schnell. Also Rüdiger überrascht sehr oft, dass wenn ich mal Teile brauche, dann will man sie immer schnell haben und er ist erstaunlich schnell, dass man die Teile hat. Und bisher, was ich bekommen habe, war alles in Ordnung. Ja doch, ich habe einmal eine Vergasermembrane gekriegt, die war nicht rund, die klemmte und da habe ich ihn angerufen, du, was mache ich damit, soll ich sie zurückschicken? Und er sagte, schmeiß sie weg, nächsten Tag hat ihn eine neue. Überhaupt keine Diskussion, also dass mal was nicht in Ordnung ist, kann ja passieren, dass da nicht sauber gefertigt wurde und überhaupt keine Probleme. Man muss auch die Großzügigkeit bei Reklamationen mal sehen. Rüdiger hat teilweise immer Gummiteile anfertigen lassen oder importiert, die nicht lange gehalten haben. Die Qualität war nicht gut. Das war nie eine Diskussion, das wurde von ihm anstandslos getauscht. Und der zweite ganz wichtige Punkt ist seine Preisgestaltung.
Nicht? Es gibt ja sogar große Händler, die bei ihm einkaufen, die Preise verdoppeln und dann selber da ihr Geschäft damit weitermachen. Nicht? Er gibt die Vorteile, die er durch Eigenproduktion im Ausland hat, die gibt er sehr, sehr großzügig weiter. Aber wenn, dann besorgt Rainer die Sachen und ich glaube, der bezieht die auch über den Shop. Ich glaube, die haben so die beste Auswahl und riesen Variationsbreite. Ich bin da öfter mal drauf gewesen, habe da geguckt und so, mich mal so an Preisen zu orientieren. Und ich glaube, die machen einen ganz ordentlichen Job. Die Lieferzeiten beim XS-Shop sind so, wie ich sie von einem Internethändler in der Größe erwarte. Teile werden umgehend versendet, wenn verfügbar. Alles gut. Hab Rüdiger kontaktiert und er hatte komischerweise alles da, was andere nicht liefern konnten. Tja, genial. Also bisher, ich hab noch keine Probleme gehabt mit irgendwelchen XS-Teilen. Und die Lieferzeit, wie schon gesagt, na, eigentlich sind die Teile da, bevor man sie bestellt hat. Was fehlt dir im Programm vom XS-Shop? Eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Wüsste ich nicht. Er hat die Teile, die ich brauche. Er hat sie da, liefert sie schnell. Wüsste ich jetzt nicht, was ich sagen sollte. Irgendeinen Schnickschnack brauche ich nicht. Er hat die Teile, die ich brauche und liefert. Ich bin zufrieden. Eigentlich nicht. Auf jeden Fall. Oh, das kann ich nicht beurteilen, weil ich denke, dass die alles haben, was man braucht. Elektrik, Lampen, alle Speichen, Felgen verschiedenster Art, Motorersatzteile. Also ich glaube, die sind sehr gut aufgestellt. Aber dazu bin ich nicht der Fachmann, um das wirklich sagen zu können. Aber aus meiner Laiensicht sehen die richtig gut aufgestellt aus. Puh. Eigentlich nichts. Was ich suche, was ich brauche, bekomme ich da. Gut, Rüdiger verkauft keine kompletten neuen Motoren, das ist klar. Nicht? Aber er verkauft Getriebezahnräder und er verkauft Schaltwellen, er verkauft Ventile, Kurbelwellen. Ja. Vielleicht ein paar mehr Werbegadgets, T-Shirts, Poster. Es gibt so viele schöne Dinge über die XS650, die man vielleicht auch dort in den Shop aufnehmen könnte. Modelle zum Beispiel. Würdest du den XS-Shop Kiel weiterempfehlen? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also Rüdiger, da ich mit Rüdigers Leistungen zufrieden bin und froh bin, dass es ihn gibt, empfehle ich ihn selbstverständlich weiter. Na klar, ich meine, ich weiß nicht, ob es noch andere Shops gibt in Deutschland, die sowas verkaufen, also die Ersatzteile für so eine alte Maschine. Das ist ja auch immer sehr, sehr speziell und es scheint ja doch noch eine größere Gemeinde zu geben, die diese Maschinen fahren. Da gibt es einen großen Bedarf und den scheinen die abzudecken. Also ich weiß nicht, ob es noch andere Läden in Deutschland gibt, aber die scheinen einen guten Job zu machen, sonst würde es ja auch nicht funktionieren. Die gibt es ja schon. Soweit ich das beobachte, ich beobachte es mindestens schon 15 Jahre und es gibt sie immer noch, also es scheint zu funktionieren. Möchtest du einen Gruß an Rüdiger Paustian richten? Wer ist das? Ja, Rüdiger, schade, dass du nicht dabei bist. Wir sehen uns das nächste Mal. Und ja, klar, ich meine, Rüdiger, ich habe ja auf deine Seite geguckt, finde ich super. Ich beziehe natürlich alles über den Rainer und Rainer hat sich noch nie beschwert, das scheint also auch gut zu laufen. Erstmal weiter so, ja. Ja, gerne. Rüdiger, mein Alter, alles Gute und ich habe dich gelobt, nicht weil du jetzt zuhörst, sondern weil es meine ehrliche Meinung ist. Rüdiger, weiter so, wir brauchen dich. Lieber Herr Paustian, vielen, vielen Dank für die immer tatkräftige Unterstützung und auch die Geduld, wenn ich mal nicht sofort alle Werte griffbereit hatte. Dankeschön. Rüdiger, mach so weiter. Auch in neuen Räumen ab dem 10.